Wie in Harmony ist eine Welt voller Gelassenheit, Lebensfreude und Kreativität. Ich dann also über 28 Tage auch, um mit Worten, mit Manifestationen zu beginnen, zu arbeiten. Wie gesagt, das, was ich nicht mehr will, sortiere ich aus und ich schreibe mir dann auf, in Worten, in Manifestationen, das und das möchte ich gern. Und da arbeite ich wirklich ganz intensiv mit Ich bin Absicht. Und wenn wir das als Manifestation schon mal rausgeben, so wie mit meinem Buch, mit dem perfekten Start, der dann plötzlich ins Fließen, ins Rollen gekommen ist, so geht es einfach mit den Manifestationen. Und verbunden immer mit verschiedenen Themen auch. Mit dem Wohlstand in mir, mit der Gesundheit. Und auch die Spiritualität spielt eine große Rolle. All das im Einzelnen ganz, ganz individuell zu erkennen und in die Kraft zu gehen. Wo tatsächlich in den Tiefen, das kann jetzt die Ahnenarbeit sein, das können Programmierungen, Glaubenssätze, Konditionierungen sein, die wir da aufdecken können. Und alles, was aufgedeckt ist, darf automatisch aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein wandern. Und sobald da begleite ich dich, dass du mit voller Kraft und Lebensfreude hinstehen kannst und sagen kannst, ja, genau das bin ich. Und all die Ängste, dieses fehlende Urvertrauen, möchte ich jetzt gern in mein Leben integrieren. Wenn wir als Frauen, die jetzt in dieser Gesellschaft sich verändern wollen, wenn wir da arbeiten, unser inneres Kind wieder voll befreien, dass es wieder leben darf, dass es wieder zum Vorschein kommt überhaupt, ja. Wenn wir das erkennen, dann können wir so viel verändern. Erstens natürlich an uns und zweitens auch mit unseren Kindern oder mit der nachfolgenden Generation, wie auch immer. Und das ist, du Liebe, wenn du dich jetzt berührt fühlst durch meine Be in Harmony Welt, dann komm doch zu mir ins Klarheitsgespräch, wo wir ganz genau für dich rauskristallisieren, was du brauchst, was dir gut tut, wo es für dich hingehen darf, um dich wieder in deine Frequenz zu bringen. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Bettina.